Bald nach seiner Niederlage kehrt Adolf Hitler nach Linz zurück, weil sich der Gesundheitszustand der Mutter dramatisch verschlechtert hat und sie ihn zu Hause haben will. Bei Clara Hitler ist ein bösartiger Tumor in der Brust diagnostiziert worden. Eine Operation hat nur kurzzeitig Hoffnung gebracht. Im Jahr 1907 ist die Mutter sehr schwer krank geworden und sie hatte Krebs und der Krebs war nicht heilbar. Sie hatte einen sehr guten Arzt, das war ein Armenarzt, der ein Jude war und einer der großen Autoritäten in Linz in der jüdischen Gemeinde. Dieser Armenarzt, der hat sich wirklich täglich um die Mutter gekümmert und der Adolf saß am Bett seiner Mutter und hat sie bewacht und hat sie umgebettet und hat dann auch sein Bett neben ihrs gestellt, damit sie in der denn nur so konnte er sie ja dann auch hören, wenn sie gestöhnt hat und wenn sie irgendwas brauchte oder so. Der Arzt kann nichts mehr tun. Die unerträglichen Schmerzen schienen den Sohn zu foltern, erinnert sich Dr. Bloch später im Exil und weiter. Alle Gedanken kreisten um ihren Sohn. Zur Linderung erhält die Sterbende Morphium. Die 47-jährige Clara Hitler stirbt am 21. Dezember 1907 um 2 Uhr früh. Dann ist sie ja auch in seinen Armen gestorben. Er war Tag und Nacht am Bett der sterbenden Mutter und hat alles für sie getan. Er hat alles für sie getan, er hat überhaupt nicht mehr geschlafen. Das heißt, es gibt da auch eine positive Seite von einem sehr jungen Mann, der ja überhaupt noch nicht gewusst hat, was aus ihm werden soll. Er war 18. Adolf aber steuerte völlig ins Ungewisse, erinnert sich Freund Kubizek später. Dieser Gedanke quälte die Mutter unausgesetzt. Clara Hitler wird auf dem Friedhof von Leonding neben ihrem Ehemann begraben. Der Sohn steht weinend am Grab. Anschließend dankt er mit tränenerstickter Stimme dem Arzt und begleicht dessen Rechnung. Hitlers Sentimentalität rettet Eduard Bloch später das Leben. Er darf 1940 nach Amerika auswandern und entgeht so dem Holocaust. Hitler und seine 11 Jahre alte Schwester teilen sich das mütterliche Erbe und erhalten, wie dieses Dokument belegt, zusätzlich eine amtliche Waisenrente von 25 Kronen monatlich. Paula bleibt bei ihrer Tante, ihren Bruder dagegen hält nichts mehr in Linz. Er habe die Quälereien satt, sagt er zu Kubizeks Mutter und entziehe sich denselben durch die Flucht nach Wien. Er verfüge über ein kleines Barvermögen, wodurch er sich einige Zeit über Wasser halten könne. Er wolle Künstler werden und seinen spießbürgerlichen Verwandten beweisen, dass er Recht habe und nicht sie. Dann war die Mutter tot und dann musste er wieder nach Wien und hat nochmal versucht, die Aufnahmeprüfung zu machen, ist wieder durchgefallen. Und er hat immer in Linz gelogen und hat gesagt, er ist auf der Akademie. Er ist dann in Wien geblieben, hat sehr, sehr schwere Zeiten gehabt. Er hatte ein bisschen Angst, ganz alleine in diesem riesen Moloch Wien zu sein. Man muss sich vorstellen, Wien hatte über 200.000 Einwohner. Die Tschechen, die Polen, die Slowaken, die Slowenen. Also Sie wissen ja, es sind ja doch insgesamt, wenn man richtig zählt und die Juden mitzählt, sind es 11 beziehungsweise 12 verschiedene Nationalitäten in der Donaumonarchie, die ja alle ihre Vertreter in Wien, in der Riesenhauptstadt hatten. Das muss man sich ja alles vorstellen. Das war ein buntes Durcheinander. Also das war eine Stadt voller fremder Leute aus allen Provinzen der Donaumonarchie. Jedes Jahr suchen mehr als 30.000 Zuwanderer ihr Glück in der Großstadt. Wer sich nicht anpassen will und nicht schnell genug Deutsch lernt, wird ausgegrenzt. Wohnungsnot, Teuerung und Arbeitslosigkeit fachen den Fremdenhass an. Die Stimmung ist gereizt. Es herrscht ein Klima des Rassismus. Für 10 Kronen monatlich bezieht Hitler als Untermieter ein Zimmer im Bezirk Maria Hilf in der Stumpergasse 31. Zweite Stiege, Tür Nummer 17 in einem schmutzigen Hinterhof. Was heute nur noch als Abstellkammer dient, war 1908 die bescheidene Behausung von Adolf Hitler und seinem einzigen Freund, der ihm aus Linz gefolgt ist. Der Kubizek zog mit einem Klavier in dem kleinen Zimmer ein
Und der Hitler aber, der schlief doch immer so lang, so bis 11, 12 Uhr hat er immer geschlafen. Und dann, der Kubizek wollte ja immer Klavier üben. Das war alles gar nicht so einfach mit den beiden. Also auf engstem Raum saßen sie da praktisch, da er ja nicht den ganzen Tag da zu Hause sein konnte, weil der Kubizek ja Klavier üben musste, viele Stunden am Tag, hat er sich dann im Sommer so zum Beispiel auf eine Parkbank gesetzt und hat alles Mögliche gelesen. Und da kam er natürlich auch an die deutschnationalen Bücher, vor allem vom Georg von Schönerer auch. Das hat ihn doch dann schon sehr geprägt. Hitler bewundert die radikalen Ansichten der Alldeutschen Partei. Immer wieder liest er die Schriften von Georg von Schönerer. Der lehnt Parlamentarismus und Demokratie ab. Eine Gleichberechtigung von Deutschen und Nichtdeutschen dürfe es nicht geben. Heil dem Führer ist der Schlachtruf seiner Partei. Für alle einheimischen Juden fordert Schönerer eine Sondergesetzgebung, Beschränkung der Freizügigkeit, Ausschluss aus allen Staatsämtern. Hitler liest immer wieder die Schriften Schönerers und andere Publikationen alldeutscher Politiker, bis er sie auswendig hersagen kann. Die Deutschnationalen waren mit ihren politischen Überzeugungen eine Randgruppe, fast schon eine verrückte Minderheit. Jemand wie Georg Ritter von Schönerer, der mit seiner Bewegung das Kaiserhaus abschaffen und das deutschsprachige Österreich dem Deutschen Reich angliedern wollte, war fast schon eine komische Figur. Ein Exzentriker mit sehr wenigen Anhängern. Und es ist sehr interessant, dass Hitler sich dieser Art von Extremismus zuwandte und nicht wie die Mehrheit dachte. Die meisten Deutschösterreicher waren zufrieden mit dem Kaiserreich, weil sie darin die beherrschende Gruppierung waren. Ohne Zweifel beschäftigt sich Hitler in Wien intensiv mit dem Antisemitismus. Die radikalen Schriften, Heftchen und Tageszeitungen, die er tagsüber in seiner Kammer studiert und auswendig lernt, sind voll mit antijüdischen Parolen und antisemitischen Karikaturen. Wie weit Hitlers persönlicher Rassenwahn damals schon geht, weiß niemand genau zu sagen. Vorbilder gibt es genug. Antisemitismus war in Deutschland und in Österreich etwas ganz Normales. Vielleicht war er in Österreich etwas stärker. Der Bürgermeister von Wien, Karl Lueger, benutzte ihn zynischerweise, um Anhänger zu gewinnen. Wenn man ihn aber fragte, wie er denn einen Juden definiert, so antwortete er, weil er jüdische Freunde hatte: Wer Jude ist, bestimme ich. Der fanatische, leidenschaftliche, extreme, mörderische Antisemitismus war in Deutschland und Österreich vor 1914 nicht sonderlich verbreitet, außer bei einer kleinen, exzentrischen Minderheit. Es gibt keinen Beweis, dass Hitler in Wien schon antisemitisch war. Hitler ist vor allem von Luegas Redetalent begeistert. Der Bürgermeister ist ein Meister der Selbstinszenierung und zieht die Massen in seinen Bann. Lueger, so schreibt ein Journalist, habe die fruchtbaren Gedanken der Demokratie durch skrupellose Demagogie ersetzt. Was genau sich in der Stumpergasse 31 abspielt, ist unklar. Hitler verzerrt in Mein Kampf seine eigene Geschichte und August Kubizek hat nach dem Zweiten Weltkrieg alles Interesse, seine Freundschaft zur Inkarnation des Bösen zu verharmlosen. Gegenstand wilder Spekulationen ist bis heute das Sexualleben Adolf Hitlers. Laut Kubizek hatte sein Freund in der Wiener Zeit kein Interesse an intimen Erfahrungen. Hitler enthielt sich jeder sexuellen Betätigung. In dieser Beziehung war er völlig enthaltsam und trotzdem fasziniert davon, wie die meisten Jugendlichen. Er nimmt also Kubizek zu seinem nächtlichen Besuch des Wiener Rotlichtbezirks mit. Sie laufen durch das Rotlichtviertel und er überschüttet Kubizek mit Geschichten über die Schrecken der Prostitution. Kubizek zufolge enthält er sich jeglicher sexuellen Aktivität und zeigt keinerlei Interesse daran. Ob das wahr ist oder nicht, wir können uns nur auf Kubizeks Aussage stützen. In einem Brief berichtet Kubizek 1949 auch über Hitler und das Kapitel Frau, Liebe und Ehe.
Es war selbstverständlich, dass Adolf Liebelei und Flirt nicht kannte, schreibt er. Dass er aber auch vorgekommene kokette Annäherungen von Mädchen oder Frauen immer abgewiesen hat. Frauen und Mädchen interessierten sich für ihn, sowohl in Linz als auch in Wien. Er wusste aber solchen Bestrebungen immer aus dem Wege zu gehen. Adolfs Herz habe in Wirklichkeit einem Mädchen mit Namen Stefanie gehört. Stefanie gab es wirklich und Hitler hat sie wohl auch beim Spazierengehen in Linz gesehen, wie Kubizek berichtet, in Begleitung von Offizieren. Er hat sie offenbar von Weitem bewundert, aber absolut nichts unternommen. Als man die junge Dame später danach fragte, hatte sie nie von Hitler gehört und wusste von der Sache gar nichts. Es war also wieder nur eines seiner Hirngespinste. Da spazierte diese hübsche junge Frau durch Linz und Hitler behauptete, sie sei seine erste große Liebe gewesen. Seine erste große Liebe war also ein Mädchen, mit dem er nie gesprochen hat und das von seiner Existenz nichts ahnte. Da kann von einer großen Liebe wohl keine Rede sein. Über andere Schwärmereien des jungen Hitler ist nichts bekannt. Hitlers eigentliche Leidenschaft gilt der Musik Richard Wagners. Wann immer es möglich ist, geht er mit Freund Kubizek abends in die Oper. Intensiv studiert er die theoretischen Schriften des Meisters. Der verkannte Künstler macht sich mit Einzelheiten der Bühnentechnik vertraut, entwirft Bühnenbilder und Kostüme. Versucht vergeblich eine Oper Wieland der Schmied im Stil Wagners zu komponieren. Kubizek muss ihm stundenlang auf dem Klavier vorspielen oder endlose Monologe anhören. Doch irgendwann verliert Adolf offenbar das Interesse an seinem Freund Gustl. Wie immer bei Hitler war auch die Freundschaft zu Kubizek ausbeuterisch. Er benutzte ihn für seine Zwecke. Dann ließ er ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Als Kubizek aus seinen Sommerferien in Linz nach Wien zurückkehrt, ist Hitler verschwunden und meldet sich auch nicht. Und er wird Hitler 30 Jahre lang nicht sehen. Ende 1908 zieht Hitler aus der Wohnung in der Stumpergasse aus. Er kann die Miete nicht mehr bezahlen. Eine geregelte Arbeit hat er nicht, nur die spärlichen Einkünfte aus seiner Waisenrente. Hitler zieht von Wohnung zu Wohnung, gibt an, er sei Schriftsteller. Im Herbst 1909 hat er keine Bleibe mehr. In Wien ist er auch ein ganz armer Hund eigentlich. Er ist eine Zeit lang dann später im Männerheim gewesen, aber die erste Zeit war das doch sehr schwierig, wo er das wenige Geld, das er hatte, ja schnell ausgegeben hatte. Dann hat er auf Parkbänken geschlafen. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Er wusste nicht, wohin, er wusste nicht, wo was zu essen gab. Es gab dann allerdings auch in Wien sehr viele Armenküchen. Und diese Armenküchen wurden alle von prominenten Wiener Juden betrieben. Die haben das Geld gegeben dafür und haben dann also für arme Leute ausgeschenkt. Hitler als Bettler in Wien. So verkauft Reinhold Hanisch, ein Bekannter Hitlers aus der Obdachlosigkeit, später seine Geschichte an die Presse. Damals, so berichtet Hanisch, hätten sich keine Hände zum Gruße erhoben. Im Gegenteil, nicht selten habe der Führer die Hand für ein paar Kreuzer aufhalten müssen. Meine Begegnung mit Hitler sind handschriftliche Aufzeichnungen von Hanisch überschrieben, die sich in den Akten der NSDAP finden. Hanisch erzählt, wie er den abgerissenen Hitler aufgelesen habe. Das Obdachlosenasyl von Meidling ist zu dieser Zeit eine der modernsten Einrichtungen, weit ab von der Innenstadt gelegen, mit Rücksicht auf alle anständigen Bürger Wiens. Rund 1000 Menschen bietet das Asyl jede Nacht Zuflucht. Im Winter warten hunderte Obdachlose Abend für Abend in langen Reihen auf Einlass und werden nur zu oft wegen Überfüllung abgewiesen. Ein Fotoalbum aus der Zeit dokumentiert den modernen Standard des Heims. Ein Unterstand für Männer. Das waren die Unterstände, wo sie die Leute angestellt haben am Abend, damit sie dann später rein durften. Warteraum für Männer. Waschraum für Männer.
von der Infrastruktur, das haben alles geboten, was also damals der letzte Stand der Technik war, also sowohl von der Aufbewahrung der Kinder, Kinderkrippen bis zur Desinfektionsmöglichkeit. Damals hatte man sehr starke Ungezieferplage, Wanzen und Läuse. Bade-Duschraum für Männer, also von der Infrastruktur war alles da, allerdings war es ein Massenbetrieb und nicht individuell. Sein Leben lang wird Hitler verschweigen, dass auch er einst in Meidling Unterschlupf gesucht hat. Ein Pritschen-Nachbar berichtet später, der junge Mann habe einen traurigen Eindruck gemacht, sei ausgehungert gewesen, mit wundgelaufenen Füßen. Wo der Kunstmaler Adolf Hitler seit dem Februar 1910 seine letzte Adresse in Wien hat, dokumentieren Meldezettel. Im Männerheim Meldemannstraße im 20. Bezirk. Das sechsstöckige Gebäude gehört damals zu den modernsten Heimen Europas mit vorbildlichen hygienischen Verhältnissen. Finanziert wird es durch Spenden, unter anderem von Baron Rothschild. Besonders fortschrittlich, es gibt im Heim keine Massenschlafsäle, sondern Einzelkabinen. Reinhold Hanisch hat Hitler die Unterkunft besorgt und immer auf der Suche nach einer neuen Einnahmequelle macht er Hitler den Vorschlag, Ansichten Wiens zu produzieren. Hitler sitzt Tag für Tag in der Nichtraucherabteilung des Leseraums und malt seine Bilder. Hanisch verkauft die Werke. Der Gewinn wird geteilt. Produktion und Verkauf funktionieren leidlich. Hitler hat zum ersten Mal so etwas wie eine geregelte Arbeit. Sein künstlerisches Schaffen geht selten über das Kopieren von Ansichtskarten hinaus. Besonders beliebt bei der vorwiegend jüdischen Kundschaft sind Bilder, denen historische Stiche als Vorlage dienen. Nach 1933 werden Hitlers Bilder aus dem Männerheim als große Kunstwerke gerühmt. Im Wien des Jahres 1910 gelten sie lediglich als Billigware für sparsame Touristen. Die Qualität ist einfach zu schlecht. Es wird berichtet, dass er pro Tag ein Bild malen konnte oder besser gesagt sollte, denn er brauchte den Erlös für seinen Lebensunterhalt. Ein solches Bild kann man in wenigen Stunden malen, wenn man dranbleibt, aber aus seinem Verhalten im Männerheim, seinen zahlreichen Diskussionen und Exkursen und oft auch der schlichten Unlust zu arbeiten, geht hervor, dass er sicher nicht jeden Tag ein solches Bild gemalt hat. Im Juni 1910 ist Hitler plötzlich verschwunden. Bei seiner Rückkehr schweigt er sich aus. Wahrscheinlich ist, dass er seine Verwandtschaft besucht hat, im niederösterreichischen Waldviertel. Seit Generationen haben seine Vorfahren als Tagelöhner oder Handwerker ihr Dasein gefristet. Wir haben gefunden bei seinen Vorfahren, erstens, dass sie alle relativ alt wurden. Und zweitens an den üblichen Erkrankungen oder Krankheiten gestorben sind, Altersschwäche und Schlaganfall. Auch auf geistige Krankheiten haben wir natürlich geachtet, das hätte ja einen besonderen Wert. Die Familie kommt aus dem Waldviertel, wo also meinetwegen Verwandten-Ehen keine Besonderheit sind, sondern immer wieder vorkommen, wo also der Heiratsradius außerordentlich gering ist. Und der Anteil an Verwandten-Ehen sogar angegeben wurde mit 45%. Dass also damit eine Inzest entstehen kann, ist auch Hitler nachgesagt worden. Und da das so war in seiner Familie, seine Mutter zum Beispiel, war die Nichte seines Vaters oder Großnichte, dann wurde natürlich insbesondere von den politischen Gegnern Hitlers wurde gesagt, wer also meinetwegen aus so einer Familie kommt mit Inzucht, muss ja auch geisteskrank sein. Die Eltern wachsen in dem kleinen Dorf Spital nahe der böhmischen Grenze auf. Vater Alois ist wahrscheinlich der nicht-eheliche Sohn von Anna Maria Schickelgruber und Johann Georg Hitler. Erst 1876 nimmt er den Namen Hitler an.
Hitler heißt Schickelgruber, enthüllen später nazikritische Zeitungen und behaupten, er habe in Wirklichkeit einen jüdischen Großvater. In der aus dem 12. Jahrhundert stammenden Marktgemeinde Döllersheim im niederösterreichischen Waldviertel wurden die Großmutter und der Vater unseres Führers geboren. Wir sehen das Geburtshaus der Großmutter, Maria Anna Schickelgruber, und das Geburtshaus des Vaters Alois Hitler, ein Kleinbauernhaus in Strones. Im Markt Döllersheim fand eine Weihefeier statt, bei welcher unter Teilnahme der Vertreter von Staat und Partei sowie der Schuljugend eine Hitler-Eiche zu Ehren des Führers und seiner Vorfahren gesetzt wurde. Ob der junge Hitler 1910 tatsächlich zu seinen Tanten ins Waldviertel gereist ist und sich dort Geld geliehen hat, ist unklar. Zurück in Wien mietet er sich wieder in der Meldemannstraße ein. Nur mit Mühe kann ihn sein Kumpan Reinhold Hanisch dazu bringen, regelmäßig zu arbeiten. Die Bilderproduktion stockt. Hitler bevorzugt das Studium von Zeitungen und Büchern und nutzt jede Gelegenheit zu politischen Auseinandersetzungen mit anderen Heiminsassen. Der 21-Jährige hält bevorzugt Monologe und redet leidenschaftlich auf die Zuhörer ein.